Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Sie stehen nun seit genau einem Jahr der Stadt vor. Was sind für Sie die wesentlichsten Änderungen, die Sie seit einem Jahr als Bürgermeister von Waidhofen herbeigeführt haben? Das ist einerseits der Bürgergarten als Startschuss für das kostbare Waidhofen und auf der anderen Seite das offene Rathaus. Ich denke nämlich, dass beide Ideen, beide Projekte einfach thematisch schon einmal für sich sprechen. Das eine, das kostbare Waidhofen, da geht es ja um Nachhaltigkeit, um Bewusstseinsbildung bei der Ernährung und um die Eigenverantwortung. Und beim offenen Rathaus, da geht es um Bürgerservice mit modernen Kommunikationsmitteln, mit neuen Kanälen wie Facebook, wie Apps für Smartphones. Aber das ist eigentlich nicht alles, sondern bei beiden, was beide verbindet, das ist auch eine gesellschaftliche Haltung. Da geht es um Aktivierung, da geht es um Beteiligung. Bei beiden geht es eigentlich darum, dass uns allen wieder bewusst wird, Waidhofen, das sind wir alle gemeinsam. Beide sind keine fertigen Konzepte, beide müssen wachsen und beide funktionieren nur dann, wenn auch bisherige Herangehensweisen geändert werden. Denn die beiden Projekte funktionieren, weil erstens die unterschiedlichen Abteilungen im Magistrat zusammenarbeiten müssen, untereinander, und zweitens, weil wir auch mit den Waidhofenerinnen und Waidhofenern zusammenarbeiten müssen. Insofern stehen diese beiden Projekte für mich eigentlich schon für eine gesellschaftliche Veränderung, die begonnen hat und die noch sehr viel weitergehen muss.